spielt man das und nicht anders. Der Out-of-Ammo-Trick ist immer dann gut, wenn der Gegner eine überlegene Position bezieht. Hierbei ist es wichtig zu wissen, welche Waffe und wie viel Munition diese besitzt. Dann versuche ich den Gegnern mit kurzen Feuerstößen zum Duell zu zwingen und versuche selber nicht getroffen zu werden. Dann zähle ich die Munition des Gegners mit und warte auf meine Gelegenheit. Hierbei hat es eine Weile gedauert, aber wer genau mitzählt und genau zuhört, merkt gleich in der Slow-Mo, dass ich vorher losrenne, bevor er nachlädt, weil ich genau weiß, wann seine Munition zu Ende ist.